Hey MTD-Fam, heute ist es soweit, das Parkett geht ab. Oh. Ihr habt's geschafft! This is the moment. Das Auto steht ein bisschen weiter weg. Aber krass, Leute, wie viel einfach schon fertig ist. Krass, Alter. Oh mein Gott, das ist so heiß. Ey, auf einmal sind so krasse Temperaturen einfach. So, ich fahre das Auto jetzt auf das Grundstück. Ich habe immer das Gefühl, ich kann nicht so wirklich helfen, aber ich bin so gerne auf der Baustelle. Ich habe von nichts eine Ahnung, aber I just love to be there. Okay. Guck mal, jetzt kann man hier doch chillen. Jeder darf 5 Minuten hier chillen. Wir machen einfach den Parkettboden jetzt im Badezimmer, Future Badezimmer. Also hier sind die Fliesen auch schon weg und guck mal, hier im Badezimmer geht's auch los. Und hier der ganze Flur. Krass, ne? Crazy. Ist nicht mehr viel. Okay. Jetzt geht's hier gleich in das Spicy Kitchen los. Und dann noch hier in die Garderobe. Die sieht voll creepy aus. Und Haus wird das Frauen, aber das Frauen wird gleich schwierig, weil wir müssen das hier alles ausräumen. Und das Regal muss weg. Ja, in die Garage. Und der hat so schöne Kanne, da kannst du dein ganzes Werkzeug und so. Nee, da ist so viel Platz. Die Fenster sind auch krass gemacht, ne? Ey, Barty, das ist tropisches Holz aus dem Tropenwald. Okay. Wir wussten das gar nicht. Die macht ihr nicht mehr, oder? Jetzt nicht mehr, nicht mehr. Ich muss jetzt einfach gucken, ich guck mal, wie breit diese Wand hier ist. Wir können die erstmal provisorisch hier reintun. Und später eh umändern, weißt du? Ja, 70 cm auf jeden Fall hier. So. Du musst ja nicht alles verwenden, weißt du? Nee, aber ich glaube, das wäre gut auch für die ganzen Werkzeuge jetzt, weißt du? Das hier legst du nach unten, ne? Das kommt auf den Boden und da drüber hier rechts das. Ich sage so, kann die nicht einzeln rausziehen, ne? Nein, ich meine, das ganze Block kommt einfach hier unten. Und das hier an die Wand oder so. Aber das Ding hier müssen wir gucken. Ja, das wird passen. Das wird passen. Ja. Die Wand da drüben ist auch noch 70 cm. Ja, ich weiß das. Ja. Also das ist auch 70 cm, das ist auch. Nee, geh das ruhig nach Berlin. Vielleicht sollten wir uns von dem verabschieden. Ja, also. Tschüss. Leute, einen Tag später und hier ist die Wand auch weg. Wir stehen gerade im Hauswirtschaftsraum und das da hinten war eigentlich die Garderobe. Ich bin es einfach heute durchgeschnitten. Ja, crazy. Jetzt müssen wir, welchen Eingang behalten wir? Den oder den? Momentan sieht es nach dem hier aus. Ja, wahrscheinlich wird dann die hier zugemauert. Die hier wird zugemauert und dann haben wir einfach nur noch eine Tür. Oh. Dass man hier so Türen macht, oder irgendwo Türgriffe hier, oder hast du so ein schön windiges Bild? Ja. Das kann man machen. Oder man kann es halt auch lassen. Und macht halt nur noch hier den Durchgang. Und die zwei Türen gehen zu. Oder es gibt noch eine andere Option, was eigentlich auch sein eigener Charme hat, ist die Tür zu und man behält diesen Durchgang. Oh. Das kann man auch noch machen, hast du halt hier den Durchgang. Ja. Hast du hier auch so eine Diagonale zur Garagentür, ist hier auch cool. Und das wäre hier eine komplett geschlossene. Aber guck mal, jetzt ist die Tür zu. Guck mal, wie dunkel es hier ist jetzt. Das ist hier. Diese Tür lohnt sich mehr. Papa meinte auch, wir können bis nach oben durchstellen und hier ein Oberlicht einfach so aus Glas reinmachen. Geht auch. Ob man mal gucken, ob es schön aussieht, ne? Ja. Und diese Tür war auch schmaler als die. 1, 2, 3 Türen haben jetzt eine Tür gemacht. Das ist schon mal vorstellen. Wann wollt ihr den Durchbruch von den Zimmern hier machen? Wir haben jetzt den Träger dabei heute. Mal schauen, wie weit wir kommen. Wir haben gleich einen Arzttermin. Ja, okay. Und schauen, ob wir danach noch können. Dann kommst du jetzt auch noch nach Hause? Ja, wir gehen jetzt mit der Anhänger her. Okay. Paket auch schon ab? Krass, ne?
Und wir dachten, das wird alles so uneben, aber das geht voll klar. Krass. Das ist so gut, ne? Dann können wir da drüber einfach einen Boden verlegen. Das ist das einzige Teil ist. Das Regal steht jetzt hier. Ich sehe das auch zum ersten Mal. Ah, ne, voll gut. Dann können wir hier wenigstens unsere ganzen Sachen hinstellen. Oh mein Gott, ich glaube, ich räume das jetzt alles ein. Die Garage irgendwie hoch. War das nicht voll die coole Entry? Bist du nicht begeistert? Ich kann meine Begeisterung gerade nicht so gut kanalisieren. Okay. Ach so, das war alles dabei. Oh. Ich habe auch ein extra Stativ jetzt für Love. Damit der mal hier ein bisschen Content abfilmt. Wenn ich mal nicht da bin, wie heute die Wand. Wir wollten das alles sehen. Guck mal, voll die Ordnung. Ich sehe deine Ordnung. Okay. Love hat mich gerade angerufen und gesagt, dass der Durchbruch vom Hauswirtschaftsraum ins Gästebad schon gemacht wurde. Leute, die sind gerade seit 2 Stunden, glaube ich, da am Arbeiten und haben schon den ersten Durchbruch fertig. Warum? Die beiden waren schon durchgegangen, ich habe die andere Mitarbeiter koordiniert. Ja. Ich habe dann gesagt, mach den mal, muss hier irgendwo hin. Ich habe gleich aber erst das hier noch Schränke drauf. Und jetzt? Jetzt können wir hier eine Trockenmauer irgendwie ein bisschen hochziehen. Ja. Ja, das ist kein Problem. Das ist aber wir müssen noch ein bisschen in die Richtung noch gehen. Hi, wie geht's? Ist klar? Okay. Die haben auch 50 Jahre damals. Echt? Das sieht voll komisch aus. Hier ist alles 1A. Ich glaube, von der Elektriker wurde die da und hart verarscht. Alter, wie krass ist das denn? Paparazzi alles. Ey, was ist das hier für ein Labyrinth jetzt? Guck mal, überall. Wie so mit Käse, ey. Dass ich die Fußbodenheizung. Und was ist das? Das ist Gitter, ist immer so ein Estrich drin, damit das Gitter Estrich auch schön fett wird. Diesen Abfluss quasi jetzt hier entlang ziehen können. Okay. Haben wir jetzt eigentlich ein Angebot für das Fenster hier? Eins, zwei, drei Fensterbauer angefragt. Hm. Eigentlich vier, aber der erste konnte die Mülltonne schmeißen. Hm. Also drei Fensterbauer in die Mülltonne. Und ein vierter kommt noch. Okay. Und der erste so. Weil das ist das einzige Fenster, was wir tatsächlich austauschen müssen wegen der Küche. Warte, ich bitte kurz die Spicy Kitchen. Leute, das ist so krass. Erstmal hier. Das wird ja hier zugemacht. Das hier auch. Aber das ganze, die ganzen Zimmer hier sind gerade eins. Und hier ist das Spicy Kitchen und hier ist das Regal auch schon weg. Guckt euch das mal an. Oh mein Gott, ich kann mir das heute zum ersten Mal so richtig vorstellen, dass hier meine kleine Küche ist. Meine kleine Spicy Kitchen, meine Pantry. So, im Schlafzimmer ist jetzt auch Tapete weg. Parkett ist weg. Oh, da hat jemand Staub inhaliert. Bin wir auch schon wieder zu Hause. Ich mache jetzt Mittagessen für die Jungs. Heute ist ja auch eigentlich der letzte Tag der Baustelle, weil wir jetzt dann am Freitag auf die Malediven fliegen. Und danach, wenn wir wieder zurückkommen aus dem Malediven, ist Love wieder weg für 1-2 Wochen. Es ist auch wichtig, dass man sowas macht, egal wie hektisch das Leben ist. Aber manchmal muss man das machen. Und ich werde jetzt erstmal ganz schön meine Wäsche aufhängen. Ich habe heute so viel parallel gemacht. Ich muss noch echt einiges noch machen. Weil morgen sind wir einfach auf einem Beyoncé-Konzert. Wir haben uns die Tickets damals geholt beim Vorverkauf. Und eigentlich wollten wir die verkaufen und wir dachten, komm, wir hätten zum Beispiel dann noch morgen die Baustelle machen können. Aber leider haben wir das, kann man die nicht übertragen, weil wir die online bestellt haben. Also so Online-Tickets gemacht haben. Da steht auch unser Name drauf und so. Und die sind nicht übertragbar. Lesson gelernt. Aber weißt du was? Ganz ehrlich, wir brauchen auch mal so eine Auszeit. Deswegen morgen Beyoncé, Beyoncé. Double nights we cross with God on the side.
nächste Woche bei Meet the Dillos. Okay, ihr werdet es nicht glauben, Leute, wir waren so spät dran. Es könnte sein, dass ihr vielleicht so ein bisschen ein paar kleine Babyhaie seht. I just wanna give you all I can.